sehr beweglich, sehr behend unter dem Korb. Und der macht dann solche Dinger. Schön. Pass unten gegen das Brett, deswegen ist er nicht angekommen. Schöner Fluss. Ja, es wäre wichtig gewesen, einen Stopp zu setzen, aber Paderborn hat gepunktet und man sieht jetzt nochmal drei. Dreier Fleming unter dem. Hier ist Bastias Lenkheit hinter uns, der ja normalerweise auch mit dir ab und zu hier einen Job macht. Eine der Karlsruher Basketball-Legenden. Aufgabe! Und lässt sich auch von einer ablaufenden Uhr nicht beirren. Der Angriff Paderborn rollt. Und Galas 3 in der. Wenn die Paderborner hier wieder in das Pick and Roll gehen. Und James Fleming. Dafür müsste man noch einiges aufholen, um den Arm nicht komplett Fleming aus dem Ruder. Ein großes Kompliment aussprechen. Die sorgen hier wirklich für ordentlich Stimmung. Der Cut von Fleming. Flanagan. Und super Defense. Außerhalb der 3-Punkte-Linie. Jetzt wird einigermaßen wild. Das auch war der ist. Nicht mehr viel Zeit. Auch die vom Lions gesehen haben. Ich bin mal gespannt, was wir in 5 Minuten über diese zweite Halbzeit werden sagen müssen, um sie einzuordnen. Fleming. Anthony frei. 3. Ja. Lagerpuls gegen Heinz. Das wird interessant. Jetzt muss Hauke helfen. Nee, rutscht nicht rein. Fleming. Und zack. Er muss sich dann erstmal rankämpfen. Das ist, glaube ich, echt wirklich gar nicht so leicht und gar nicht so schön. Nein. Aber Paderborn. Ist mit 22 auch immer noch jung. Schöner Stil hier von. Genau. Und dann spielst du natürlich auf Foul. Dann kannst du das ja strategisch mit reinnehmen. Schön. Sehen wir die erst jetzt? Weiß ich nicht. Gut. Ja. Weil die Paderborner jetzt Probleme kriegen langsam. Fleming. Ja, es ist ja auch was Paderborn die Saison schon mal passiert ist. Wir haben es angesprochen. Dresden. Und die den Sport in Gänze verstanden haben. Ja, definitiv. Ja, die Paderborner Fleming mit dem nächsten Versuch. Oder er nimmt den Dreier. Fleming. Ja, so wie Fleming jetzt. Besser. Ja. Wieder Kaiser. Paderborner bislang das bessere Team. Sie können es aber noch nicht so richtig in den Vorsprung ummünzen. Ja, hier Platz. Letzte Woche kaum zu sehen, wenn ich mal ehrlich bin. Ich habe vielleicht so zwei Aktionen, wo ich mir dachte, ey, sie bewegen den Ball, die spielen zusammen. Und wenn man das immer mal ehrlich nicht. Müssen sie so langsam auf die Uhr achten. 3 Sekunden noch für den Angriff. Stark von Fleming. Die er dann in die Waagschale schmeißen muss, wenn es mal nicht so läuft und die Jüngeren vielleicht noch ein bisschen nervös sind. Schöne Aktion. Eins wird wieder frei geblockt. Diesmal der Pass auf Fleming. Und der fällt auch. Anthony. Fleming da jetzt. Jetzt haben wir verpasst. Okay, es ist Saisonrekord, deswegen gehe ich davon aus, dass wir über 2000 Zuschauer haben. Überdurchschnittliche Leistung von ihm bisher, fand ich, wenn ich die Paderborner Spiele richtig gesehen habe. Und das auch wieder. Und der hat sich schön Platz geschafft gegen Schatzi Nicole. Dann jetzt gerade das Ding, was so 50-50 war an der Seitenlinie, zweimal beim Cut, wo dann noch ein Finger dran ist. Da wurde Anderson beim Wurf gerade schön gestört. Ja gut, hat toller Einsatz. Fleming holt sich deinen Ball wieder. Jetzt mit Fleming und Linsen. Und der nächste ist Missverständnis. Und das könnten leichte Punkte sein, aber Ramanauskas will zu viel passen. Fleming. Fleming. Der Lagerpush besinnt sich da auf seine Stärke. Dreier gehört nicht unbedingt dazu. Würfen. Das muss sich definitiv bessern. Und der nächste Dreier.
Und das ein beeindruckender 24 Punkte gemacht. Genau. Gerade in Bochum Wahnsinnsspiel abgeliefert. Ja, an allen Ecken und Enden zu finden. Da ist wieder Fleming, gleiche Position.